Fleisch ist ein sehr wichtiges Nahrungsmittel in Bezug auf die Proteinerwerb. Jedes 100 Gramm gibt es etwa 26 Gramm Eiweiß. Aber ist das die einzige Möglichkeit, um diese Art von Protein zu erhalten? In diesem Video werden viele Mythen, wie dieser über Veganismus widerlegt. Der Mensch kann nur aus tierischen Erzeugnissen Eiweiß und Kalzium gewinnen. Tierisches Eiweiß stammt von Pflanzen, von denen die Tiere ernähren. Diese Proteine sind beispielsweise in Soja, Kicheln oder Erbsen zu finden. Was Kalzium betrifft, so können Veganer diese Mineral aus anderen Nahrungsmitteln wie Brokkoli oder Sojabohnenmilch gewinnen. Veganismus zu sein ist eine Modeerscheinung. Veganismus ist keine neue Ernährungsweise auf der Welt. Viele Kulturen haben ihn schon immer verwendet, wie die Hindus und Buddhisten, die aus ethischen Gründen eine pflanzliche Ernährung befürworten. Du wirst den Geschmack des Fleisches vermissen. Es gibt viele Unternehmen, die Fleischersatzprodukte verkaufen, die dem Teil Fleisch sehr ähnlich schmecken. Unter diesen Firmen sind Beyond Meat und Impossible Meat, sind zwei der berühmtesten der Welt. Viele andere Marken haben sich jedoch dafür entschieden, vegane Optionen in ihre Menüs aufzunehmen, zum Beispiel Burger King und Mercadona. Veganismus ist viel mehr als eine Diät, es ist ein Lebensstil. Nicht jeder hat die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Willenskraft vollständig, vegan zu sein. Aber wir alle sollten uns bemühen, unseren Fleischkonsum zu reduzieren. Danke, dass Sie mir zugehört haben und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.